Da sind wir wieder bei Goodbye the Pony. Und wir gehen nochmal nach draußen. Ach so, wir können. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Oh na, huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. So ist kein Rankommen. So ist kein Rankommen. Mit weg hier. Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Er redet einfach nicht. Ja, lauern. Mr. Toffee. Bescheuert. Ich hoffe. Na, Mr. Toffee, so ein kleines Spielchen bereit? Holla, ganz schön angriffslustig. Gut, dass er in diesem Glas eingesperrt ist. Die Löcher waren ja hoffentlich schon vorher drin. Ich wusste es doch. Zahnpasta. Mr. Toffee mit Mr. Toffee benutzen. Na, Mr. Toffee, so ein kleines Holla. Gut, dass er in diesem... So ist kein... Mr. Toffee. Bescheuert. Ich hoffe, er... Na, Mr. Toffee, so ein kleines... Holla! Gut, dass er... Mr. Toffee im Glas. Wie bekommen wir... Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Wo ist er denn? Wie kommen wir an diese gute Ding? Aber erstmal. Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. Zimmerservice. Nee, warte mal. Ich wollte nach raus. Nach raus, bitte. Nach raus. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Drück mal die Spüre. Nanu, was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Oh mein Gott. Okay, ich hab's mich trage selten so. Ja. Achso, wer kann nicht rein? Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht. Was treibst du? Ich mach mich fertig. Die Welt geht ja... Ich finde... Du siehst... Meinst du? Nein. Irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch noch mal die Augenbrauen zupfen. Keinem von uns. Aber ich kann... Ich denke... Verdammte Kiste. Die Spinne ist weg. Dabei hatte ich mir das so lustig vorgestellt. Solange er es nicht vermisst, ist es auch kein Diebstahl. Kein Essen. Bist du am... Nein. Schwimmen? Was habt ihr vor? Nun. In einer Wäsche... Ja, zu... Hm.
Warum ist die Kapuze wieder da? Diesmal Zahncreme oder was? Ja, aber ich kann. Ich denke. Was sagt denn unser. OMG. Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Oberflächlich betrachtet unterstellt Ex offenbar ein. Für ein Spannbettlaken ist es enttäuschend und spannend. Ich vermute mal, es liegt am ausgeleierten Gummi. Es ist ein Außerdem ist da komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Jetzt wird es alles. So ist keiner. Ich müsste sofern die. Ich müsste. Verdammt. Entschuldigung, ich müsste. Verdammt. Darauf sind schon genug Zeit. Wollen wir doch mal hoffen. Ja, doch, ich hätte eine Idee. Wofür ist denn die Kloschüssel? Ein bisschen Wasser vielleicht? Okay, ich hab's ja. Ich trage selten so. Okay, ich trage selten. Da ist zwar noch der Müll, aber. Was könnten wir denn noch machen? Oberflächlich betrachtet unterscheiden sich diese Textilien kaum. Der Experte jedoch erkennt Abweichungen in den Symbolen auf dem eingenähten Etikett. Offenbar eine antike Hieroglyphenschrift. Natürlich. Auf den ersten Pal. Aber. Auf den ersten Pal, Team. Aber. Ich sollte kein. Ich behalte es eh. Ich behalte diese. Da ist eh viel mehr Platz. Was? Hier vorbei. Ich bin der Größte. Genau. Jetzt kann man nicht mal hier durchkommen. Cool. Um damit das Loch zu stopfen, müsste ich zunächst einmal die Löcher im Stoff stopfen. Durch das Glas. Der Durchmesser ist identisch. Dieser verlauste Kopf, erstens und zweitens. Für ein Spannbettlaken ist es enttäuschend. Ich vermute. Ich behalte die Sache. Da ist eh viel mehr. Die Größe ist identisch. Solange er es nicht vermutet. Solange er es. Gute Idee, aber so würde er. Gute Idee, aber so würde er es bemerken. Also, vielleicht geht das jetzt irgendwie. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es. Poetische Ungerechtigkeit. Und das bringt. Ich nenne. Kann ich nochmal. Ja. Was tra. Ich mach die Welt. Ich finde. Meins. Ich geht meine Kopf. Ich habe. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt. Raus mit dir! Ich muss duschen.
Was sollten wir jetzt da machen? Nie ankommt das Puga-Puga. Aha. Geht durch. Nie ankommt Puga. So ist kein. So ist keiner. Er hat seine Kutte bestimmt möchten. Was sollen wir tun? in das Zimmer. Ah, diesmal haben wir vergessen abzusperren. Gut. Okay. So. Ich sollte endlich damit aufhören, mich ständig an die Spitze zwielichtiger Untergrundorganisationen zu schummeln. Das war schon mein guter Vorsatz zum neuen Jahr, als ich 12 war. Ich behalte diese... Oberflächlich betrachtet, der offenbar ein... Oberflächlich, der... Ich behalte die Sache, ist eh viel. Jetzt haben wir den Mantel. Hum, hum, kumbaya. Unser Anführer ist da. Ritra, trulala. Genau, hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquien mit den 6 Insignien? Die was? Die Reliquien? Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien. Solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das Verdikt ein Delikt, das... Was? Psst. Bekomme ich jetzt doch keinen Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. So ist kein Rankommen. Ich müsste die Waschmaschine erstmal wieder, sofern dieser Saunaclub da mich lässt. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Entschuldige, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Verdammt. So ist kein Rand. Ich müsste die Waschmaschine, sofern dieser Sau... Ganz schön groß. Dafür, dass es... Eines, vielleicht. Eines mit den 6 Insignien. Oh, waka, waka, waka. Jetzt ist es blau. Ich müsste... Oh. Verdammt. Verdammt. So, So ist kein... Ich müsste, sofern dieser Sauna... Hum, hum, kumbaya. Was hat er da? Was hat er da? Ich dachte, eine der Reliquien vielleicht? Ja? Nein? Verdammt, dieses Mal war ich mir so sicher. Ich müsste auch... Verdammt. Zahnpasta. Ich müsste... Verdammt. So ist kein... Ich müsste sofern... Ganz schön grob dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück...
die Kloschüssel jetzt nehmen. Was soll ich machen, Griff? Also, irgendwo, Augenblick. Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Ach. Aha. Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Das Auge ist ja mit. Jo, endlich. Unsere Pastete alla Pastete. Mister der Pastete der Pastettigkeit. Und jetzt, keine Ahnung, warum. Was hast du da? Etwas zu essen. Eine Pastete? Wow. Dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich hab Fieber. Ist meine Zunge blau. Wie Doc am Grill Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Hier. Ich hab deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Oh. Hey, Bozo. Vielleicht eines der Reliquien oder so. Keine Ahnung, von 6, vielleicht nur die Hälfte oder so. Aber okay. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Geht wieder. Ja, und nu? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Cletus Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Es ist im Waschsalon so richtig. Symbole von mir zu dem, in welcher Maschine die kleinen Stücke halt machen. Der sich zuerst immer schon Rettungs an der Welt. Das möglichst ohne. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Stop!
So. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Ja, jetzt einfach mal. Als erstes war ja das. Ich lese mir noch mal kurz die Anleitung durch. Und so, was ist nur dieses Symbol auf der Flügel? Immer noch alles. Also die drei sind wohl egal. Also die Zeichen nicht genug. Wähle die Reliquie. Die darf nur in dieses eine Zeichen, das aussieht wie ein M, also eine Waschmaschine. Oder zum Trocknen. Weiter für das. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Schön für dich. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie.
Mal gucken, was da so raus wird. Wähle die Reliquie. Vorbei. Die Waschung ist vollbracht, Kumbaya, mein Sohn. Gott sei Dank. Es folgt die rituelle Zahnoperation. Hey. Was? Nein! Ich habe es doch geschafft. Ich weiß nicht. Ich fühle mich so beschmutzt. Was soll's? Wenigstens habe ich Kletes Klamotten ergattert. Wir haben es geschafft aus Gründen, die ich nicht weiß. Aber dann hoffentlich hat euch der Part gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao.